sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch safe. Genau, hier, das ist doch safe. Und das habe ich mir nicht schon gedacht, bei Mörr niemals von Tanzi geschrieben. Ja, niemals, Digga. Sieht man ja auch. Finde ich auch geil. Ich finde es cool, dass er so transparent damit umgeht und hier direkt sogar der Text mit drin steht. Ne, dass der Text von Sido ist so. Seven Apes, Vocal Mix and Master, Beat von Dexter. Und würde sagen, Digga, das geben wir uns. Mal gucken, was der Sido da aus einem Tanzverbot rausholen kann. Ja, es hat Umse-Vibes und man hört safe den Sido da raus. Also zumindest den Teil, den ich da mal gesehen habe. Aber es klang geil, sind wir ehrlich. Also Tanzi mit einem Typen, der schreiben kann, klingt schon fett. Ihr kennt mich aber, ich bin natürlich ein Fan davon, wenn man die Sachen selbst schreibt. Nee, aber was heißt ein Fan davon? Ich meine, wenn man transparent damit umgeht, ne, dann ist meine Ansicht halt immer so, ey, ich finde das Produkt am Ende ist geil, ne, die Props kriegt dann von mir eher derjenige, der es halt geschrieben hat. Aber das ist für mich schon mal ein großer Unterschied, ne? Also wenn du siehst, wer hat's geschrieben und so. Und bei Tanzi ist das irgendwie noch ein anderer Vibe, ja, weil bei Tanzi weiß man, der ist Deutschrap-Fan, ja, schon immer gewesen, hat ja auch schon eigene Tracks rausgehauen, ne, ob diese Freestyle-Dinger oder sogar, hat er ja nicht mal einen richtigen Song, Zahnlücken-Johnny oder sowas, glaube ich. Und das ist irgendwie süß, aber irgendwie auch eine krasse, ne, ja genau, der macht auch keinen auf realen Rapper, so, er ist so, ja, das ist so ein anderes Feeling. Die Vorstellung ist aber irgendwie auch krass, wie der mit Sido da einfach Mucke macht. Also ist halt die Frage, ob Sido das einfach geschrieben hat, aber dann hätte er es niemals so rappen können. Er hätte es niemals so rappen können, wenn er nur den Text gehabt hätte. Also es muss ihm quasi vorgemacht worden sein. Oder vielleicht frage ich ihn mal, vielleicht frage ich den Tanzi mal, wie das genau entstanden ist, weil das würde mich schon interessieren. Aber vielleicht sagt das ja auch selbst in einem eigenen Video oder so. Wir gehen mal rein und geben uns das. Ja, let's go. Blackstar. 1, 2, Mikrofon, check, versteht ihr mich, ihr seht ihr mich, ihr sagt mir, seid ihr für mich oder gegen mich, ist beides kein Problem für mich, du magst mich nicht, schön für dich, aber du kennst mich nicht, du weißt nicht, wie mein Leben ist. Er ist schon sehr dope, aber auch dieser Flow an der Stelle, ne, aber du kennst, wie das so leicht gedoubletimed ist an der Stelle, es float halt übel nice, Digga, und hat voll diesen Umse-Vibe, so richtig oldschoolig, aber irgendwie kommt genau das fett, also irgendwie auf der einen Seite dieser Tanzi, der ja, so sein Streaming-Zeugs macht und so, aber gleichzeitig dann so dieser voll oldschoolige, alte Sound, aber krass geflowt und geht halt voll, ja, geht voll, fließt richtig nice über den Beat, man. Wir gehen nochmal zurück. Ja, man hört sie nur übel, Digga, es ist krass, es ist wirklich krass. Blackstar. 1, 2, Mikrofon, check, versteht ihr mich, ihr seht ihr mich, ihr sagt mir, seid ihr für mich oder gegen mich, ist beides kein Problem für mich, du magst mich nicht, schön für dich, aber du kennst mich nicht, du weißt nicht, wie mein Leben ist. Diese Stelle, Digga, die fickt meinen Kopf, wie konnte der die so on point bringen, der hatte doch Ghost-Spuren oder so, oder? Die ist mega nice geflowt. Beides kein Problem für mich, du magst mich nicht, schön für dich, aber du kennst mich nicht, du weißt nicht, wie mein Leben ist, du weißt nicht, wie es ist, wenn deine Wohnung wie ein Käfig ist, wenn der Einkauf im Supermarkt ein Erlebnis ist, wenn du dich freust, wenn da mal irgendwer zum Reden ist, ekelig, das alles macht mich krank, wer hat das Gegengift? Auch geil geschrieben, wie er sagt, wenn der Einkauf ein Erlebnis ist, so aus dieser Sicht von diesem Stubenhocker-Boy, Tanzi, mega, Digga, nice. Ich freu's, wenn da mal irgendwer zum Reden ist. Ekelig, das alles macht mich krank, wer hat das Gegengift? Ah, ich will doch einfach nur eine gute Zeit. Tut mir leid, Mama, mittlerweile bin ich stubenrein. Ist ja geil für Tanzi geschrieben. Ich will doch einfach nur eine gute Zeit. Tut mir leid, Mama, mittlerweile bin ich stubenrein. Nice. Ja, mega. Killer. Frei, ungereift in guter Wein. Aber wir gehen nochmal zurück, um den Flow nicht zu unterbrechen. Das alles macht mich krank, wer hat das Gegengift? Ah, ich will doch einfach nur eine gute Zeit. Tut mir leid, Mama, mittlerweile bin ich stubenrein. Lupenrein, schuferfrei, ungereift in guter Wein. Oh. Doch ich hab immer noch keinen Bock darauf, wie du zu sein. Alter, aber auch nice, eine geile Reimkette. Mittlerweile bin ich stubenrein, schuferfrei. Was hat er gesagt? Gereift wie ein guter Wein. Mega nice, Alter. Mega gut. Ja, der Sido kann halt schreiben, Alter. Ja, das ist schon... Ja, aber Sido, was will man sagen, Alter? Sido, Naturtalent. Ja, oder was ist denn Naturtalent? Weiß ja nicht, wie viel der geübt hat, aber... Sido ist schon eine Hausnummer, Alter. Ja, der schafft's halt. Und das Krasse ist, ich habe ja immer gesagt, was für mich die Kunst an Sidos Mucke ist, ist die Art und Weise, wie er schreibt, beziehungsweise wie er es delivert. Also bei ihm ist immer so, wenn er rappt, dann
oder seine Songs, die haben oft diesen Vibe wie von so einem Geschichtenerzähler. Wie so ein Typ, der einfach neben dir steht und dir eine Geschichte erzählt. Natürlich machen viele Leute Storyteller und so. Aber bei ihm hat es einen anderen Vibe, bei einem Sido. Es ist wirklich so, als würde dir so ein älterer Kerl so neben dir sitzen und sagen so, ey, hör mir mal zu, Alter, hör mir mal zu. Ich habe hier was zu erzählen, ne? Und erzählt so und redet. So jedem, man kann dem so leicht folgen und trotzdem ist es nicht zu plump und nicht zu billig, ja? Und man hat vielleicht nicht den 10-fachen Silben-Nomen-Reim, aber den braucht man auch nicht bei einem Sido-Song. Und es funktioniert krass gut mit Tanzverbot. Ja, es funktioniert da genauso. Man will zuhören, man kann ihm gut folgen. Nice gerappt und auch nice gereimt. So, es ist geil. Ei, ungereift in guter Wein. Doch ich hab immer noch keinen Bock darauf, wie du zu sein. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich werde euch zeigen, dass ich fliegen kann. Dass ich den Schweinehund besiegen kann. Das ist mein Leben, ich bin Kilian. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich werde euch zeigen, dass ich fliegen kann. Dass ich den Schweinehund besiegen kann. Mama, vielen Dank für dieses Leben. Ich bin Kilian. Ich promote dein. Ja, auch geiler Vibe. Auch die Hook passt super. Also, so, jetzt mal ganz ehrlich: so ein Album von Tanzverbot von Sido geschrieben würde ich fühlen, Alter. Also, da könnte man bestimmt einige geile Sachen kicken. Ist schon geil. Und es bringt auch gut den Charakter Tanzi irgendwie auf den Punkt. Ja, da hat er sich gut reingefühlt oder gut aus der Perspektive geschrieben. Ein Verein für eine bestimmte Summe. Mama, vielen Dank für dieses Leben. Ich bin Kilian. Ich promote deinen Verein für eine bestimmte Summe. Doch ich spreche nicht gern über Kohle, denn ich bin nicht Unge und ich bin nicht Knossi. Spielen ist mein Hobby, doch ich zock nie. Da schrei ich lieber Hurensohn am Kotti, dicker was. Geil, auch nice, Alter. Knossi. Spielen ist mein Hobby, doch ich zock nie. Da schrei ich lieber Hurensohn am Kotti, dicker was. Für nice. Ein Glück, ich bin nicht Monte. Zum Glück bin ich nicht Sascha, nicht Rezo, nicht Revi, nicht Papa. Platte. Ah, ich bin kein Hipster, mir ist Kaffee Latte. Ernste Miene, weil ich bisher nicht so viel zu lachen hatte. Ah, ich will doch einfach nur eine gute Zeit. Tut mir leid, Dicker, mittlerweile bin ich stubenrein, lupenrein, schuferfrei, ungereift wie ein guter Wein. Doch ich hab immer noch keinen Bock darauf, wie du zu sein. Nice! Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ey, geil, auch geil, so dieses, na, dieser Name-Dropping-Ding, irgendwie merkwürdig ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, wie Sido da saß und ich gedacht, okay, ich bin nicht wie Knossi, ich bin nicht wie Sascha, ich bin nicht wie Papa Platte, so. Vielleicht hat Tanzi aber auch einen Namen reingeworfen, weiß ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die Zusammenarbeit war. Irgendwie weird die Vorstellung. Aber so als Pointe dann im zweiten Part, ne, zu bringen, so, ich bin nicht wie all diese Leute, ne? Also ich habe keinen Bock darauf, wie jemand anders zu sein. So, ich bin Kilian. Nice. Ich habe immer noch keinen Bock darauf, wie du zu sein. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich werde euch zeigen, dass ich fliegen kann. Dass ich den Schweinehund besiegen kann. Das ist mein Leben, ich bin Kilian. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich werde euch zeigen, dass ich fliegen kann. Dass ich den Schweinehund besiegen kann. Mama, vielen Dank für dieses Leben, ich bin Kilian. Nice. Auch geiler Vibe, Beat auch mega. Ist halt voll mein Sound so, ne? So dieser oldschoolige Vibe mit nice Lyrics, mein Ding. Da hatte ich direkt Bock zu Freestyle, Alter. Geil, Alter. Nice. Geiles Ding. Wirklich. Da kann man nicht meckern, Alter. Schön gemacht. Und ja, ich weiß, dass der Sido da öfter dabei war bei diesen Camps. Keine Frage. Aber ich finde die Vorstellung einfach weird, wie Sido, wenn ich mir jetzt so in meiner Traumvorstellung, ja, Sido, ich meine, Alter, meine ganze Kindheit und Jugend begleitet, ne, für mich einer der besten Rapper in Deutschland. Und wenn ich mir vorstelle, wie er so, ist nur eine Vorstellung, natürlich entspricht die nicht der Realität, wie er so da sitzt, irgendwie mit seinem Block und so, ja, und so den Beat hört und sich so denkt, ja, Mann, ich schreib so meine Lines, Alter, ja, Mann, ich fühle das und so, und dann da irgendwie Papa Platte, Sascha und Knossi und so, das passt irgendwie nicht zu dem Bild, so, was ich in meiner naiven Vorstellung von dem Hip-Hopper Sido hab, ja, aber mir ist natürlich klar, ja, dass das schon alles passt, so wie es ist, aber ist geil gemacht, ja, geiles Ding und bringt Laune, Alter, auf jeden Fall auch ein geiler. Ich finde es auch cool, dass Tanzi mit der Mucke, dass er das macht, was er selbst feiert. Weil wenn man so Tanzi, wenn man so Kommentare liest auf YouTube, ne, unter vielen Deutschrap-Songs, dann liest man Tanzi drunter. Das ist euch ja bestimmt auch aufgefallen, auch bei vielen JBB-Runden und so. Und man merkt halt, auch bei dem Zeug, was er konsumiert, er ist halt auch eher auf diesem alten Film hängen geblieben. Ne? Ich glaube, ich weiß es nicht, wie er so zu dieser neuen Autotune-Welle steht. Vielleicht ist er da auch recht offen. Aber ich glaube, der feiert auf jeden Fall auch so diesen klassischen Deutschrap so. Und ich finde es nice, dass er auch das macht. Nicht das, was vielleicht das Potenzial hat, ja noch erfolgreicher zu sein, wenn es mainstreamiger ist oder so. Sondern einfach so, ne, so diese alte Schiene und das, was er gerne selbst hört, dass er das da macht. Finde ich geil. Geiles Ding. Kann man wirklich nicht meckern. Er ist auf dem Rap-Film hängen geblieben, genau. Ja. Dazu wurde schon tatsächlich was erzählt. Das ist wohl wirklich so, dass er unter mehreren Leuten
sitzt im Eck ganz alleine mit seinem Block, kifft sich weg und sagt 2-3 Stunden nichts und kommt dann nur mit der Aussage, mein Song ist fertig an. Ich hab das, ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Irgendwie in irgendeinem, war das in einem Interview? Oder hat es irgendjemand anders erzählt? Aber ich kenn die Info, ja. Ich kann mir Tanzi mit Autotune auch null vorstellen, wenn er nur als Joke-Track. Ja, ist ja auch so. Aber trotzdem, einfach, dass er es so gemacht hat, finde ich geil. Ja.